Heute zeige ich euch, wie ihr super schnell an neue Talismane rankommen könnt. Gibt nämlich einen kleinen Trick, bleibt gespannt. Servus Monster Hunter Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um in Sunbreak extrem gute Builds zu bauen, braucht man natürlich extrem starke Talismane. An die kommt man leider nicht ganz so einfach ran. Das Ganze dauert ein bisschen, aber es gibt einen kleinen Trick aktuell, den man ausnutzen kann, um schneller an gute Talismane ranzukommen. Das ging damals schon bei Monster Hunter Rise und ist jetzt auch wieder in Sunbreak mit reingekommen. Ist, glaube ich, ein Bug, da das hatten sie eigentlich irgendwann mal nachträglich mit Rise geändert. Und durch die neuen Anima-Talismane ist dieser Bug eben wieder drin. Und zwar sind die Talismane in einer festen Reihenfolge angeordnet, die sind nicht zufällig und da kann man eben einen kleinen Trick anwenden. Wenn die Talismane nicht gut sind, schmeißt man sie weg und holt sich dann einen neuen Stack und verbraucht nicht so viele Materialien. Ist ein richtig geiler Trick, den möchte ich euch jetzt im Detail zeigen, falls ihr es nicht ganz verstanden habt. Wenn ihr mich jetzt noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Kernthema ist Monster Hunter. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Wie funktioniert der Trick jetzt im Detail? Er geht natürlich zu Uboro, dann auf den Schmelztiegel drauf. Wichtig ist, dass ihr jetzt genügend Materialien besitzt, um den Trick eben so oft wie möglich zu machen. Ihr braucht mindestens 10 von diesen Beschleunigern oben, dass ihr gleich die ganzen Talismane anschauen könnt. Unter 20 würde ich persönlich aber gar nicht starten. Desto mehr ihr besitzt, umso besser. Ihr braucht natürlich auch einige Kamura-Punkte. Farmt einfach mal ein bisschen an. Ich habe jetzt hier 57, die langen auf jeden Fall bei weitem. Ihr braucht natürlich auch so einige Monster-Materialien, um eben genügend von diesen Talismannen zu bekommen. Was jetzt wichtig ist, ihr wollt auf jeden Fall den kompletten Stack haben, also ihr wollt alle 10 Bestellungen aufgeben, das ist ganz wichtig, denn wenn ihr nur die Hälfte aufgebt, nur 5, dann kann es später sein, dass ihr eben, ja, dass ihr eine Hälfte vom Stack wegwerft. Und dann seht ihr nicht, was da drin war. Und wenn ihr Pech habt, war da ein extrem guter Talisman dabei. Deswegen will man einmal, dass man den kompletten 10er-Stack voll macht. Das ist ganz wichtig. Das mache ich jetzt hier auch mal. Und wir sehen uns dann gleich, wenn alle 10 drin sind. Ich bin jetzt hier fertig. Alle 10 sind drinnen und wir schauen uns jetzt mal die Talismane an. Bin echt gespannt, ob was Gutes mit dabei ist, ob ich hier ein bisschen Glück habe. Blitzmorphen ist soweit okay, aber jetzt nichts ultra krasses. Kann ich persönlich nicht gebrauchen. Auch das ist jetzt leider nicht so krass. Ihr guckt euch jetzt wirklich jeden Talisman an und wenn was Gutes dabei ist, dann nehmt ihr euch natürlich den Talisman und ja, habt im Endeffekt die Materialien verbraucht, aber ihr habt natürlich auch einen guten Talisman bekommen. Jetzt, falls ihr keinen guten Talisman dabei habt, wie glaube ich jetzt bei mir, ja, da ist jetzt nichts Gutes dabei, ne, leider nicht, dann haben wir natürlich jetzt erstmal die Materialien verbraucht. Das ist schade, kein guter Talisman dabei, aber wir haben Materialien verschwendet. Und jetzt gibt es eben einen Trick, wie ihr die Materialien nicht verschwendet, wie ihr 99% der Materialien behalten könnt und nur sozusagen 1% der Materialien weggebt. Wir schauen uns mal ganz kurz den allerersten Talisman hier an. Zack, das ist ein 3er Betäubungswiderstand plus Klingenverbesserung. Ich gehe jetzt auf Verkaufen, braucht da wirklich keinen einzigen Talisman, alle sind schlecht und gehe jetzt auf das Spiel beenden. Wichtig, nicht speichern. Ihr wollt zurück in Titelbildschirm und loggt euch danach direkt wieder ein. Ich bin jetzt hier wieder eingeloggt. Wir gehen zu Uboro hin und weil die Talismane eine feste Reihenfolge haben, wenn wir jetzt wieder einschmelzen, bekommen wir genau die gleichen Talismane. Die möchten wir nicht haben. Und zwar schmelzen wir jetzt von diesem Stack nur einen einzigen Talisman ein. Also wir verbrauchen sehr wenig Materialien. Das mache ich jetzt. Die Beschleuniger verbrauche ich jetzt nicht, die möchte ich natürlich behalten. Geht es hier einfach drauf. Wer extrem viele besitzt, kann es natürlich auch so machen und sich den Talisman direkt holen. Wenn ihr aber nicht genügend besitzt und ein bisschen sparen möchtet, dann geht ihr jetzt hier einfach zur Arena auf Arena Quest und nehmt euch bei Niedrigrangig einfach den Rajang. Wenn es gut läuft, macht ihr euch nämlich One-Shot tot. Die Quest ist fehlgeschlagen, das geht ziemlich schnell und ihr könnt dann auch diesen einen Talisman eben anschauen. Ich werde mich jetzt hier einmal killen lassen, dass ihr seht, dass das Ganze sehr schnell funktioniert. Wichtig ist auch, dass ihr in der Quest auf der rechten Seite nicht diesen Irrlitz holt, diesen fetten Irrlitz, weil dann habt ihr einfach zu viel Leben und dann dauert es natürlich nochmal ein bisschen länger, dass ihr eben ja sterbt. Direkt runter zum Rajang, der ist zum Glück auch schon da. Am besten angreifen, dass er direkt die Akro zieht und dann ja, macht er dann direkt eine Attacke. Wenn ihr Glück habt, macht ihr direkt am Anfang den Strahl, ja. Dann ist sowieso easy. So, gerade so ein bisschen jetzt hier verfehlt der Kollege. So, noch ein Hit. Ist immer unterschiedlich, was er eben für Angriffe macht. Ja, jetzt macht er wieder den Angriff, jetzt bin ich tot. Und die Quest ist sozusagen fehlgeschlagen, aber trotzdem abgeschlossen. Und wir können uns jetzt eben den einen Talisman anschauen.
Kleiner Cut gemacht, die Ladebildschirme sind echt mittlerweile auf der Switch lange geworden. Ihr geht drauf und ihr schaut euch den einen Talisman an. Ihr seht, es ist der gleiche. Betäubungswiderstand, Klingenverbesserung. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr nicht jetzt anfangt und nochmal weitere Talismane anschmelzt, sonst bekommt ihr immer noch dieselben von diesem 50er Stack. Wichtig ist, wir loggen uns jetzt einmal aus, speichern und eben das Spiel verlassen und loggen uns nochmal erneut ein. Jetzt heißt es natürlich wieder volle 10 Bestellungen machen. Ihr habt jetzt gerade mit diesem Speichern und Ausloggen ja den alten 50er Stack eben weggeschoben und bekommt jetzt einen nagelneuen 50er Stack. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Ich mache das mal voll und dann zeige ich euch, was ich mal rausbekomme. Schauen wir uns die ganzen neuen Talismane an. Das ist jetzt der neue 50er Stack. Und ihr bekommt jetzt hier eben wieder neue, andere Talismane raus. Bin mal gespannt, ob was Gutes mit dabei ist. Uff, der ist gar nicht so schlecht. Vorstoß, ich bin mir gar nicht sicher von der Fähigkeit. Erhöht die Angriffskraft plus 10 Punkte und Affinität um 10%, wenn aktiv. Könnte ich mir mal mitnehmen. Ich habe aber, glaube ich, schon so einen ähnlichen Crit-Boost. Leider, wenn der 2 wäre, wäre echt heftig. Leider ein bisschen verkackt. Ist jetzt nicht so stark. Ja. Mal schauen. So kommt man eben deutlich schneller an die Talismane ran. Hier ist jetzt leider auch nichts wirklich Krasses. Ach Mann, ja. Ihr könnt auf jeden Fall deutlich schneller so die Talismane durchschauen, als wenn ihr es eben auf die normale Weise macht. Jetzt ist wieder nichts Gutes dabei. Jetzt heißt es im Endeffekt wieder alles verkaufen. Ihr wollt es ja nicht haben. Und loggt euch im Endeffekt jetzt hier wieder aus. Nicht speichern, ja, ganz wichtig. Dann loggt ihr euch wieder ein. Dann macht ihr nur einen einzigen Talisman rein, geht zur Rajan-Quest, lasst die fehlschlagen, schaut euch den einen Talisman an, speichert das Spiel, loggt euch wieder ein und dann habt ihr wieder einen komplett neuen 50er Stack. Und so verbraucht ihr eben nicht die ganzen Materialien. Finde ich, ist auch nicht schlimm, der Trick. Ja, Capcom hat da wieder dafür gesorgt, dass es eine feste Reihenfolge ist, warum auch immer. Ja, und so kann man natürlich auch ein bisschen schummeln. Es dauert aber so oder so natürlich bei jedem unterschiedlich lange, an einen extrem guten Talisman ranzukommen. Aber es geht auf jeden Fall ein bisschen schneller als eben die normale Variante. Ihr könnt das ja mal ein paar Mal versuchen und ja, mit etwas Glück habt ihr etwas Gutes dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall durch die Taktik schon einige gute Talismane rausbekommen. Noch nichts ultra absolut gestörtes, aber da sind schon wirklich verdammt gute mit dabei und ich wünsche euch auf jeden Fall da auch viel Glück, dass ihr ein paar starke Talismane rausbekommt, dass ihr einfach schicke Builds bauen könnt. Das ist wirklich das A und O. Wenn euch das Video gefallen hat und informiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wer mehr zu Monster Hunter Rise Sunbreak sehen möchte, kann immer gerne auf dem Kanal vorbeischauen oder auch ein Abo dalassen. Übers Wochenende kommen auch neue Videos raus. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.